Servus, mein Name ist Maximilian Heißler und wir machen heute eine Stadtteilführung durch Untergiesing und schauen uns quasi an, wie sich ein Stadtviertel verändern kann und was das im Endeffekt für die Mieterinnen und Mieter bedeutet. Jetzt stehen wir hier vor der Aminostraße 24. Dieses Gebäude wurde komplett modernisiert, sieht jetzt sehr schick und schön aus. Wir haben einen Aufzug, eine Dachgeschosswohnung, neue Fenster, Türen, neue Balkone. Heißt aber im Endeffekt für die einzelnen Mieter, von denen auch einige schon ausziehen mussten, eine 60-prozentige Mieterhöhung. So, jetzt stehen wir hier in einer relativ großen ehemaligen GBW-Wohnanlage. Wir haben hier ca. 270 Wohneinheiten, die hier ziemlich heruntergekommen aussieht und der Wohnungsbestand ist auch nicht der beste. Diese Wohnanlage wurde jetzt vor knapp 3 Jahren von der GBW an einen privaten Investor namens Rock Capital verkauft. Und natürlich sind sofort nach dem Verkauf die Mieten um 20% gestiegen. Auch hier ist es wieder so, dass die Sozialstruktur hinsichtlich der Mieten sich das nicht auf Dauer leisten kann und schon einige ausziehen mussten. Gleichzeitig droht diesem Gebäudekomplex dasselbe wie in der Aminostraße 24. Man hat schon Bauanträge gestellt mit entsprechenden Modernisierungsmaßnahmen. Und das wird hier im Endeffekt auch wieder zwischen 50 und 130% Mieterhöhung bedeuten. Also wenn wir in die Birkenau hineingucken, sehen wir quasi schon sehr viele eingeschossige Häuser, die ziemlich alt aussehen. Wir sehen Großkopfsteinpflaster und imitierte Gaslaternen. Das sind nur einige Häuser im Denkmalschutz drin und einige sind auch schon rausgefallen und wurden abgerissen. Und da gucken wir uns jetzt mal ein Haus näher an. Hier stand vor einigen Monaten noch ein sogenanntes Kutscherhaus, in dem früher auch ein Fiakerheim drin war. Das heißt quasi die Gaststätte der Kutschersleute, die hier in dem Viertel gewohnt und gelebt haben. Hier wurde quasi ein Stück Baugeschichte Münchens abgerissen, und zwar ein eingeschossiger Bau, der unter Denkmalschutz auch stand. Diesen Denkmalschutz hat man geschickt umgehen können. Und jetzt steht hier quasi ein 3 Stockwerke hohes, nach meiner Einsicht nach ein bisschen gesichtsloser, neumodischer Bau. Und mit dem Argument, hier entsteht dann quasi familienfreundliches Wohnen. Es sind im Endeffekt Wohnungen entstanden, die mindestens 100 Quadratmeter groß sind und von 5.700 bis 8.000 Euro pro Quadratmeter quasi am Kaufpreis gekostet haben oder kosten. Es ist auf jeden Fall sehr teuer. Gleichzeitig schafft man hier keinen Wohnraum, keinen bezahlbaren Wohnraum und zerstört Baugeschichte Münchens. Also hier sehen wir nochmal den Max Bockmeier, wie er auf diesem historischen Bild quasi auf dem Schoß seines Vaters mit auf der Kutsche hockt, weil sein Vater eben Kutscher war für Transportfahrten oder Personenfahrten. Und er war dann auch ein Kutscher, aber ein moderner Kutscher, er war dann quasi Taxifahrer. Die Mieterinnen und Mieter aus diesem Haus, das ungefähr aus den 50er oder 60er Jahren stammt und auch nicht mehr allzu sehr im Schuss ist, haben quasi vor kurzem über Immobilien-Scout erfahren, dass ihre Wohnungen jetzt zum Verkauf angeboten werden und dass mehrere Wohnungen zusammengelegt werden zu größeren Wohnungen und dass es umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen gibt, die auch wieder zu einer Mieterhöhung führen werden. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich liebe dieses Viertel. Das ist meine persönliche Motivation.